Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Männerlords Let's Play. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns genau dort, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, nämlich kurz davor, in den ersten Winter einzutreten. Wir bauen unser erstes Gemüsebeet, oder es ist sogar schon fertig, sehe ich gerade. Haben wir noch schon Gemüse? Nee, wahrscheinlich nicht. Wir haben jetzt gleich Winter. Und wir verkaufen weiter hoffentlich ordentlich Steine, sodass wir noch ein bisschen Geld dazu bekommen. Und sich die ganze Lage hier bei uns vielleicht in Gänze ein wenig entspannt. Wir haben jetzt aktuell 7 Familien, haben noch Platz für 2 weitere. Wir könnten also hier durchaus noch das ein oder andere Haus bauen. Wir haben hier gerade relativ viel Holz. Das machen wir weiter. Wir könnten auch mal kurz die Sägegrube anschmeißen. Und die Baureserve stellen wir mal kurz auf 6. Das müsste passen. Das heißt, 6 unserer Hölzer dürften, glaube ich, nicht angerührt werden. Und dann bräuchten wir, um unsere Häuser upgraden zu können, was natürlich auch noch weit weg ist. Ich glaube, bräuchten wir noch eine Kirche, wenn ich mich nicht... Ach, oh, hoppla, guck mal, ich habe gar keinen Wasserzugang. Was bin ich denn für einer? Ich habe gar kein Wasser gebaut. Das könnte in der Tat ungemütlich sein. Machen wir das mal schnell fertig. Vielleicht hält das unsere Zufriedenheit auch noch deutlich ab, ne? Das kann natürlich sein, dass das einer der Gründe ist, warum es noch nicht gänzlich richtig gut bei uns läuft. Jetzt haben wir keinen mehr übrig aktuell. Ja, wir werden jetzt gleich schon... Ja, wir haben auch keinen Brennholz aktuell drin. Ah, wir haben eine neue Familie bekommen. Als hätte ich es gewusst, dass wir es jetzt brauchen und dann auch direkt bekommen. So geht es natürlich. Okay, wunderbar. Aber es hat sich auch noch keiner beschwert, dass sie kein Wasser haben, muss ich sagen. Also scheint es jetzt auch nicht so schlimm zu sein. Kommt mir jedenfalls so vor. So, hier ist alles halbwegs gut erfüllt. Wir haben auch von allem ordentlich. Nahrung jede Menge. Oh, der Viehbestand. Jetzt ist er aber brachial abgesackt. Vorhin war er noch die ganze Zeit bei 40. Unser Forsthaus ist auch schon fertig. Können wir den Arbeitsbereich mal hier hinlegen, und wenn wir es dann gleich bestücken, dann dürfte das auch ein bisschen schneller gehen hier alles. Hier haben wir auch schon die ersten Bretter. Wunderbar. Das heißt, man könnte in der Tat bald darüber nachdenken, eine Holzkirche zu bauen. Bietet heiligen Boden zur Bestattung toter Dorfbewohner. Okay. Eine Leichengrube. Okay. Ist wahrscheinlich die günstigere Alternative zur Kirche. Gehe ich mal ganz stark von aus. Alles erfüllt. Kirche fehlt und Wasser. Okay, Bretter haben wir auch. Oh, wir haben schon wieder Geld verdient, sehe ich gerade. 15 Münzen. Das heißt, wir könnten rein theoretisch das nächste Gemüsebeet machen, aber ich glaube, ich würde lieber warten, bis wir genug Geld haben und dann hier auch schon Hühner reinholen, damit wir hier eine entsprechende Nahrungsvielfalt haben. Und jetzt gleich dürfte wahrscheinlich auch der erste Schnee kommen. Ist der Boden jetzt hier fertig? Wieso wird er nicht gebaut? Ich habe doch hier einen, der nichts zu tun hat. Das heißt, es dürfte sich tatsächlich in Grenzen halten aktuell. So. Ich hoffe, vom Game Sound passt es auch. Ah, guck mal, hier wird das Feld bestellt. Das sieht ja nice aus. Also grafisch kann man da dann wirklich nichts aussetzen an dem Game. Auch die Bäume, wie die sich im Hintergrund bewegen. Wenn man es jetzt auf normaler Geschwindigkeit auch mal laufen lässt. Also es sieht schon echt fantastisch aus. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal wirklich gespannt, wie das läuft. Ja. Familientechnisch sieht jetzt auch nicht schlecht bei uns aus. Wie viele Bretter haben wir jetzt eigentlich aktuell schon? Da haben wir 5. Und wie viel haben wir hier drin? 20. Ich glaube, dann müssten wir jetzt auch mal kurz die Sägegrube ausmachen und den Brennholztypen wieder anmachen. Wie sieht es mit dem Brunnen aus? Wieso wird er nicht gebaut? Das verstehe ich nicht. Wir haben ja auf jeden Fall jemanden, der es machen könnte. Ah, er baut.
Er baut nicht, er transportiert Bretter. Okay, planiert das Gelände. Ah, jetzt geht's los. Okay, wunderbar. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass mein Boden hier nicht gebaut wird. Okay, haben wir das auch? Der Steinbruch ist nicht mehr in Arbeit, ne? Okay, nein. Wir haben ja aber noch ein bisschen Material zum Verkaufen da und unser Geld steigt auch langsam an, ne? Also es ist in der Tat jetzt nicht schlecht. Und ich hätte aber gerne noch ein, zwei Familien, um weitere Gebäude in Betrieb zu nehmen. Und Ziel sollte dann vielleicht sein, wir treten jetzt ja gleich in Jahr 2 ein, dass wir vielleicht im dritten Jahr uns dann Richtung Farmen umschauen. Dass wir da dann die Felder aufsetzen und entsprechend vorbereiten. Nahrung sieht ja nicht schlecht aus. Also ich bin jetzt, glaube ich, nicht darauf angewiesen, hier direkt ein Gemüsebeet hinzusetzen. Das können wir uns, glaube ich, noch sparen. Ich mag dieses Design, auch mit den Häusern. Gefällt mir wirklich sehr, muss ich sagen. So, der arbeitet hier auch. Die sind auch am Start. Wie viel haben wir denn hier? 19 Leder. Der Brunnen erhöhte die Zufriedenheit, wenn ich jetzt Wasser auch habe. Ein beliebter, okay. Und jetzt fehlt nur noch die Kirche. Und die können wir nicht bauen, weil... Doch, können wir sogar. Warum nicht, ne? Hier vielleicht mitten in das Dorf rein. Wisst ihr was, das machen wir. Dann können wir hier daneben noch Häuser setzen. Setzen wir hier eine Kirche hin. Wir haben ja aktuell auch keinen anderen Bauauftrag. Und Material haben wir augenscheinlich auch genug dafür. Ich glaube, wir klauen es jetzt wieder aus dem Dingens hier raus. Ich bin immer noch nicht schlau draus geworden, was der gewünschte Überschuss bedeutet. Aktueller Überschuss 21 und 40. Okay. Keine Ahnung. Die werden schon wissen, was sie tun. Leder. Zuerst wird eine Handelsroute benötigt, okay. Exportpreis, was heißt das denn hier? Nachdem die Rechnung Handelsroute gezahlt wurde, okay. Naja. Schauen wir mal, dass die Kirche jetzt fertiggestellt wird. Eine neue Familie, wunderbar, jetzt sind wir schon bei 9. Das heißt, wir haben alle Häuser voll. Das heißt, wir müssten jetzt auch in die nächsten Wohnmöglichkeiten investieren. Und die können wir doch vielleicht hier reinsetzen. Schauen wir mal, ob wir da welche reinbekommen. Ohne weitere Häuser gibt es... Ah, guckt euch das an. Das sieht doch cool aus. Genau bündig. Machen wir es ein bisschen größer, dann haben wir da noch einen Schuppen. Oder was auch immer dieses extra Gebäude ist. Das würde mich interessieren. Weil das Gebiet ja anscheinend groß genug ist, dass neben dem Gemüse- oder Hühnerstall noch was rein kann. Und hier können wir einen Hühnerstall jetzt hinmachen. Ah, cool. Ich mag das Game. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Wirklich richtig cool. Machen wir... Welches Gebäude haben wir denn jetzt nicht bestückt? Der Ledertyp, das Forsthaus, müssten wir vielleicht gleich mal bestücken. Aber machen wir erstmal die Sägegrube nochmal an. Und ich glaube, abgesehen von den Beeren haben wir dann alles momentan bestückt. Und natürlich das Steinmetzlager nicht. Okay. Also ein bisschen haben wir schon, was wir dann in naher Zukunft noch wieder entsprechend benutzen müssen. Und jetzt kommt der erste Schnee dazu. Ah, sieht das cool aus. Ich glaube, ich sage relativ häufig, wie cool das aussieht. Aber ich muss sagen, es gefällt mir wirklich. Es gefällt mir wirklich sehr. Und die Zufriedenheit bei uns passt auch. Jetzt haben wir natürlich kein Wachstum mehr, weil wir keine Häuser haben. Das heißt, wir sollten vielleicht mal ganz kurz die zwei Häuser hier auf hohe Priorität setzen. Dass wir erstmal die Häuser fertig bekommen und dann im weiteren Verlauf die Kirche hier. Das eilt ja nicht. Zehn Monate Nahrung, sechs Monate Brennstoff. Damit kommen wir auf jeden Fall durch den Wind durch. Langsam nerven mich die Banditen und ihre Lederdiebstähle hier. Vielleicht brauche ich doch eine Miliz hier bei mir im Dorf. Kann ja sein. Was haben wir denn hier alles? Wo sind hier Rohmaterialien? Habe ich hier sowas?
Genau, das sind ja Handwerksmaterialien. Heute null, okay. Keine Häute aktuell. Müssen wir aufpassen, dass uns das Leder nicht ausgeht. Aber momentan scheint alles zu 100% hier abgedeckt zu sein. Muss man sich also nicht so viele Sorgen machen. So, hier kommt schon das Holz hin. Gut, dass wir mittlerweile zwei Ochsen haben. Das beschleunigt das Ganze natürlich. Und hier ist der Hühnerstall. Ach cool, guckt euch das an. Das ist ja echt genial. Ich mag das, dass man hier diese Modifikationsmöglichkeiten hat. Das gefällt mir wirklich sehr. Ein Arbeitsbereich ist leer. Holzfällerlager. Natürlich. Dann macht man hier weiter. Und dann holen wir vielleicht gleich das Forsthaus als nächstes. Ne, erst nehmen wir den Steinmetz rein, weil ich glaube, uns geht sonst unser Stein aus. Ah ne, hier haben wir noch 40 Einheiten auch. Okay. Und ich glaube, das ist das, was wir hier eingestellt haben. Gehen wir mal runter auf 20. Da bin ich mal gespannt, ob wir hier in dem Lager jetzt auch auf 20 runtergehen. Und hier ist gleich das nächste Haus fertig. Sehr gut. Geldvermögen aller Bewohner dieser Region kann zum Import verwendet werden oder via Steuergesetz in die Staatskammer übertragen werden. Wo sind Steuergesetze? Hilfe! Kann ich hier irgendwas aufmachen? Ah ne, so gehe ich glaube ich auf meinen Grafen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Aber ich glaube, das heben wir uns für den Augenblick auf, wenn wir ein bisschen größeres Dorf haben. Aktuell haben wir ein bisschen was zu tun. Und da möchte ich keine Zeit verbaseln mit Stadt angucken. Das können wir später noch machen. So. Hier werden die zwei Häuser gebaut. Sehr schön. Da kommt es gerade schön frisch aus dem Boden rausgezimmert. Echt eine coole Animation. Sieht man auch nicht bei vielen Aufbauspielen, dass das wirklich so detailverliebt aufgebaut wird. Und wir haben schon wieder Geld verdient. Das heißt, wir könnten noch einen Gemüsegarten reinsetzen oder einen Hühnerstall. Ist ja die Frage, was ertragreicher ist. Ne? Aber nehme ich mal noch ein Gemüsebeet hier hin. Sehe ich irgendwie, was dabei rumkommt? Sehe ich hier was? Wir haben null Eier. Allgemein. Okay, die haben auf jeden Fall Eier hier in ihrem Lager. Ist natürlich die Frage, ob sie das auch an den Marktplatz hier weitergeben, ne? Müsste man dann mal gucken. Was haben wir denn hier alles? Ein Brennholzstand, ein Lebensmittelstand und ein Gerber. Okay, vielleicht tauchen hier ja dann noch mehr Stände auf von den Dorfbewohnern direkt. Das kann natürlich sein. Was ist hier? Ausbaustufe 2 natürlich aktuell noch nicht möglich. Und hier ist das nächste Haus fertig. Das war ja ein bisschen größer, glaube ich. Nee, das war... Doch, das war das hier. Was brauchen wir denn hier? Bäckereierweiterung, Schneiderei, Rüstung, Schmiede, Bogen. Ah, da kann man Sachen dann herstellen. Okay. Aber das brauchen wir ja aktuell auch noch nicht. Wir brauchen erstmal mehr Einwohner, um uns hier allgemein zu stabilisieren. Wie viel Brennholz haben wir jetzt? 10 Monate. Können wir den ausmachen und machen mal den Förster kurz an. Ah, und wir haben eine neue Familie dazu bekommen. Sehr schön. Dann können wir jetzt sogar den Steinbruch wieder betreiben. Hier haben wir auch genug zu verkaufen. Müssen wir gleich mal gucken. Okay. Ich glaube, wir sind aber ganz gut aufgestellt. Aktuell ist die Frage, wie wir jetzt weitermachen an dieser Stelle. Der Tierbestand hat sich wieder erholt. Und wir könnten natürlich hier auch noch mehr Jäger am Ende des Tages reinbringen. Warten wir mal auf die Kirche. Steine, Bretter sind alle auf dem Weg. Das Sägewerk ist auch bestückt. Okay, die arbeiten auf jeden Fall alle. Und hier könnten wir vielleicht eine zweite Familie reinpacken. Machen wir das mal. Damit wir hier auch mal ein bisschen vorwärts kommen und ein bisschen mehr Holz reinbekommen. Ich glaube, das hält uns nämlich momentan so ein bisschen auf. 12 Häuser haben wir, 10 Familien sind aktuell drin. Essen. Okay. Kein Gemüse und keine Eier. Es wird aktuell nicht geteilt. Es wurde nichts eingelagert. Was haben wir hier? Ah, guck mal, es ist ein weiterer Lebensmittelstand dazu gekommen.
Wartet mal. Das ist Gerberei. Das ist ein Lebensmittelstand. Das ist noch ein Lebensmittelstand. Okay. Das heißt, das nimmt hier zu und das muss ja was damit zu tun haben, dass wir hier die Gärten jetzt haben. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. So, jetzt fehlt hier nur noch ein bisschen Holz und ein bisschen Stein. 14 haben wir hier. Wie sieht's hier aus? Na, Steine haben wir auf jeden Fall genug. Daran dürfte es nicht scheitern. Unser Lager ist sogar relativ voll mit Brennholz und allem drum und dran. Müssen wir aufpassen, dass wir gleich vielleicht noch ein weiteres Lager brauchen. Haben wir keine Häute mehr? Nee, wir haben keine Häute. Was ist denn los mit den Leuten hier hinten? Die jagen aber schon, ne? Ihr seid schon hier am Jagen, oder? Fleisch haben wir jedenfalls. Wie kriege ich eigentlich die nächsten Forschungspunkte? Gibt es hier irgendwie so ein Ding, was voll läuft? Oder was gibt es denn hier? Verdoppelt die von Jägern eingebrachte Menge Fleisch. Jäger sammeln auch mit Hilfe von Fallen Häute. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. So, wie sieht's hier aus? Steine fehlen noch. So, Kinders, gebt mal ein bisschen Gas jetzt hier. Was können wir denn noch als nächstes erschaffen? Ein Forsthaus haben wir schon. Das haben wir alles. Was gibt's hier? Eisenerz. Das brauchen wir eigentlich noch nicht. Wir bräuchten bald ein zweites Lagerhaus, weil uns das hier fast voll ist. Was ist das hier? Brennholzkarren, Lebensmittelkarren haben wir noch nicht erforscht. Taverne brauchen wir nicht. Die Kirche wird gerade gebaut. Die Farm. Haben wir hier echt? Liegt das jetzt an dem Winter, dass das hier alles rot ist? Oder wird das... Muss man mal gucken, ob sich das vielleicht nachher noch verbessert. Die Fruchtbarkeit ist ja desolat. Okay. Tatsächlich haben wir hier wirklich unfassbar wenig Fruchtbarkeit. Das ist nicht gut. Würde ich jetzt mal behaupten, dass das nicht gut ist für unsere Entwicklung. So, kommt jetzt hier auch mal Stein gleich an. Was machen die? Er handelt gerade. Okay. Das heißt, wir dürften... Ah, jetzt haben wir Geld bekommen. 5. Stockt den Vorrat auf. 50 Bretter sind da drin. Kann ich das... Das gibt's doch nicht. Gewünschter Überschuss 55. Nee. Gehen wir auch hier mal auf 20, auf 30 runter. Wie viel Steine haben wir da drin? Dann dürfte es nämlich ungefähr passen. 14 Steine nur. 30 haben wir hier. Und wieso werden hier keine Steine hingeschleppt? Zufriedenheit bei 77%. Ach du meine Güte. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Hohes Bevölkerungswachstum. Das gefällt mir. Das könnte uns auf jeden Fall dabei helfen, dass wir hier ordentlich vorankommen. Das mit den Farmen stört mich ein bisschen. Arbeiter sammeln Wolle von weidenden Schafen. Die Schafzucht muss ich aber freischalten, ne? Wo war die denn nochmal? Wo ist die Schafzucht? Eine Weide bietet Weidefläche für Vieh. Was haben wir hier? Hatte ich hier nicht irgendwo eine Schafzucht? Bin ich denn blöde? Nochmal. Bienenhaus, okay. Musste ich die nicht freischalten? Schafzucht. Auf der Weide grasen Schafe, vermehren sich mit der Zeit langsam. Aber wo kriege ich die Schafe her? Muss ich die kaufen? Fragen über Fragen. Und wir haben die nächste Familie reinbekommen. So, wie sieht es jetzt hier mit der Kirche aus? Gleich haben wir alle Bretter hier. Und dann wäre es schön, wenn wir hier mal so viel Gas geben, dass das Ding fertig wird. Oder bauen sie es im Winter nicht weiter? Kann das sein? Transportiert Bretter. Okay. Und wer transportiert jetzt hier mal Steine hin?
Transportiert Brennholz, okay. Transportiert Bretter, transportiert Stein. Ah, okay, jetzt geht's los. Aber schön nur eine Einheit natürlich. Ne, bloß nicht tot tragen. Schön gemütlich weitermachen hier. Keine Hektik aufkommen lassen. Könnte man ja in Stress verfallen hier. Okay. Wie viel Holz haben wir denn jetzt aktuell auf Lager? Wahrscheinlich jede Menge, oder? Und arbeitet der hier eigentlich auch? Wahrscheinlich im Winter nicht, ne? Das kann natürlich sein. Holzen wir hier den ganzen Wald weg mit unserer Holzfällerhütte. Wie kriege ich eigentlich neue Gebiete unter meine Kontrolle? Mit Einfluss beanspruchen, mit Gunst des Königs beanspruchen. Okay, habe ich beides nicht aktuell. Wird sich bestimmt dann noch zeigen, wenn wir ein bisschen weiter vorankommen. Stockt den Vorrat auf, okay. Okay, auf jeden Fall landen jetzt die restlichen Materialien hier. Das heißt, die Steinkirche wird wahrscheinlich jetzt im Laufe des Februar, März noch fertig. Und dann haben wir alle Bedürfnisse, um die Häuser sogar abzugraden. Ist aber eigentlich nicht meine oberste Priorität. Schauen wir mal kurz jetzt hier, wo habe ich denn mein Overlay hier nochmal? Da. Weizen. Habe ich hier irgendwo Weizenfruchtbarkeit? Hier unter dem Wald. Okay, dann müssen wir den vielleicht doch wegholzen. Der soll hier Bäume pflanzen. Und die sollen hier ruhig mal alles frei machen. Weil anscheinend brauche ich hier meine Felder. Roggen ist hier überall. Okay. Weizen haben wir natürlich hier einen wunderbaren Feldbereich. Das heißt, wir müssen vielleicht die Holzfällerhütte einfach umsetzen. Und vielleicht hier hinten das Holz wegholen. Damit wir auch den Tierbestand hier nicht irgendwie vernichten, indem wir den Wald wegmachen. Aber lass uns erstmal hier kurz alles wegholzen. Dich reißen wir ab. Dich brauchen wir nicht. Machen wir das weg. Ich will hier keinen Förster haben. Ich will, dass das hier alles abgeholzt wird. Und jetzt sollen die hier erstmal kurz die Kirche aus dem Boden zimmern. Damit wir sehen können, wie denn das mit dem Upgrade hier funktioniert. So. Baggage Plot Level too low. Okay, dafür muss man die jetzt upgraden, damit man das machen kann. Okay, aber es gibt nach wie vor keine Eier für die gesamte Bevölkerung. Vielleicht dauert das auch einfach ein bisschen, bis das Ding hier Fahrt aufnimmt. Aber die Kirche ist da. Und wir haben alles erfüllt. Lebensmittel. Ah, guck mal, die haben alles erfüllt. Sollen wir das mal machen? Hofständen der Stufe 2 generieren ein pro Monat und pro Familie. Ah, passives Einkommen. Herzlich willkommen. Ziegenstall. Für heute. Machen wir da einen Ziegenstall rein hinten. Und graden das Haus hier ab. Und dann bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Das heißt, damit kriegen wir das erste Mal passives Einkommen rein. Das ist doch was Cooles. So. Holz haben wir auch genug. Was ist das hier? Ausbau zu einem kleinen Stall. Erweitert den Stall um eine Stallfläche. Okay. Was kann ich denn mit Pferden machen? Machen die das gleiche wie die Ochsen? Ah, so viele Fragen, ihr seht schon. Ich hoffe, ihr seid fleißig im Fragen beantworten. Da ist mein Ziegenstall. Wunderbar. Das heißt, dafür dürften wir... Haben die auch automatisch direkt Ziegen hier drin oder muss ich die gleich kaufen? Okay, ich sehe aktuell noch keine Ziege. Mal gucken, ob hier noch welche auftauchen oder ob ich die besorgen muss. Hier gibt es auf jeden Fall Hühner. Die sind einfach gespawnt. Genau, und hier ist die Hofstätte im Bau. Und wir haben drei Familien, die aktuell nichts zu tun haben. Die schrumpfen noch. Die dürfen jetzt gleich erst wieder aufnehmen. Packen wir mal hier kurz ein bei den Steinmetzen rein. 9 Steine hier noch. Hier noch 20. Und dann bauen wir uns noch ein zweites Lager. Und setzen das mal hier oben hin. Können wir, glaube ich, auch ganz gut gebrauchen.
hohes Bevölkerungswachstum noch immer. Also auch da sind wir ganz gut aufgestellt. Neue Nachricht. Uns erreichen Berichte über eine Räuberbande, die in der Nähe durch die Lande zieht. Sollen wir ihre Schritte verfolgen? Oh, wenn ich das anklicke, greifen die uns, glaube ich, direkt an. Auf den Angriff vorbereiten. Okay, das heißt, in einem Jahr werden wir angegriffen. Okay, das heißt, jetzt haben wir doch einen anderen Schwerpunkt wahrscheinlich. Einfluss erforderlich für Diplomatie, das jemand ansprechen kann, via Zehend durch Eroberung von Brigand oder durch den Ausbau von Kirchen und Herrenhäusern erlangt werden. Okay. Erfüllt zwei. Okay. Bisschen mehr Glaube gibt es dadurch. Okay, Holz haben wir auch. En masse. Und hier könnten wir dann in der Tat unser Farmgebäude hinsetzen. Hier quasi einfach dran. Ich will nicht diese Lehmgrube hier ganz bedecken. Aber hier könnten wir auf jeden Fall eine Farm hinsetzen. Und wir haben schon wieder eine Familie dazu bekommen. So, es ist ja schön, wenn das Haus hier aufsteigt. Ich glaube, unsere Häuser sind auch schon wieder voll, ne? Ja, unsere Häuser sind voll. Brennholz können wir einen reinsetzen. Und Beeren können wir auch einen reinsetzen. Die gehen nämlich jetzt gleich auch wieder los. Was ist das denn? Ermöglicht den Arbeitern der Sammlerhütte den Anbau von Kräutern. Okay. Können die gegessen werden? Zählen die als Essen? Wahrscheinlich nicht, ne? Kräuter, hier Gebrauchsgüter. Nee, ist bestimmt was mit Krankheiten, hat das mit Sicherheit was zu tun. Okay, und die fangen jetzt an, hier ihr Gemüse anzupflanzen, ne? Ja. Was haben wir hier? Was hat der Arbeitsbereich leer? Ja, ich weiß, dass der Arbeitsbereich leer ist. Das wächst ja auch noch, ne? Immer entspannt bleiben. Und wir haben schon wieder 34 Münzen, okay. Da ist unser Haus. Oh, es kann nochmal abgegradet werden, okay. Erfordert mittleres Dorf, interessant. Und das generiert natürlich dann ein bisschen mehr Geld. Okay, die haben alles. Eigentlich können wir hier ruhig noch ein, zwei Häuser upgraden, oder? Das hat ja, glaube ich, keine Nachteile. Wisst ihr was? Machen wir das mal. Bei 1, 2 hier noch. Graden wir die mal ab. Das könnte uns auf jeden Fall dabei helfen, dass wir ein bisschen schneller vorankommen und auch ein bisschen mehr. 48 Münzen jetzt schon. Das ist richtig stark. Und dann brauchen wir schon wieder mehr Einwohner. So schnell geht's. Ich glaube, wir orientieren uns hier auch erstmal an der Kirche entlang und sowas. Kann ich hier einfach ein Haus in den Wald reinsetzen, wenn hier Bäume sind, oder muss ich die erst wegmachen? Schauen wir mal. Nicht genug Material. Nee. Habe ich echt nur genug Material für ein Haus? Tatsächlich. Müssen wir kurz warten nach den ganzen Bauaufträgen. Die müssen erstmal wieder hinterherholzen. Und zwar bitte hier auch alles wegmachen. Okay. Kein Fleisch auf Lager. Das ist aber ein bisschen strange. Was ist denn los mit denen? Die jagen aber schon, oder? Diese Höhle treibt einen Marktstand. Wenn du jetzt zu Person entfernst, muss der Markt von jemand anderem übernommen werden. Handelt, wartet, transportiert. Wie wär's mal, wenn einer jagt? Jagt. Keiner ist hier am Jagen. Okay. Und genug Tiere haben wir ja hier. Mal gucken. Hoffen wir, dass die gleich loslegen und uns wieder ein bisschen Fleisch reinholen, weil ansonsten könnte es ein bisschen eng werden mit dem Essen.
Okay, die Farm ist schon zur Hälfte fertig. Man sieht schon, das ist ein Game, was sich ganz, ganz langsam hier weiterentwickelt und weitergeht. Da braucht man auf jeden Fall viel Geduld. Genau das, was ich habe. Bauen wir hier mal drei weitere Häuser in die zweite Reihe. Mit der Zufriedenheit und dem hohen Bevölkerungswachstum dürften wir ohne Probleme da noch weitere Personen bekommen. Und hier ist gleich schon das nächste Haus auf der zweiten Stufe angekommen. Kommen die nächsten Bretter hier an. Wunderbar. Natürlich, der kann auch nicht arbeiten. Weil wir kein Fleisch haben. Wartet, handelt, wartet. Mit was handelst du denn? Du hast noch nichts. Ah, hier wachsen die ersten Beeren. Baut, baut, baut. Okay, wie wär's mit Sammel, Sammel, Sammel? So. Ah, Siedlungsstufe erhöht. Was? Wo sehe ich denn meine Siedlungsstufe eigentlich? Oder wie sich die entwickelt? Alles über... Okay, was haben wir denn jetzt hier? Ermöglicht Jägern das geschickte Auflegen von Fallen, erzeugt passives Fleischeinkommen. Hier könnten wir passives Häuteeinkommen noch haben. Verdoppelt die Kapazität der Bärenwische, ist natürlich auch nicht schlecht. Schafzucht haben wir hier. Okay. Ermöglicht Schmieden von Helmen. Kohlemeiler. Boah, das ist echt eine schwere Entscheidung. Das Ding ist natürlich auch nice. Falls man mal dringend was braucht. Ich tendiere aber tatsächlich zu den Lebensmitteln aktuell noch. Mhm, oder die Schafe. Boah, das ist wirklich eine schwierige Frage gerade. Verdoppelt die von Jägern eingebrachte Menge Fleisch. Okay, die gibt's noch nicht. Was ist das hier? Wachs sammeln für die Bienenzucht. Wir nehmen Schafe. Ich habe das einfach entschieden. Muss ich wahrscheinlich eine Weide für bauen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Wo war sie denn? Backstation. Jetzt muss man immer suchen, wo die Weide war. Da, variables Grundstück, okay. Warum soll die nicht neben dem Marktplatz sein? Ach, schon fertig? Okay. Viehbestand? Haben wir nichts. Gut, wie bekomme ich jetzt Schafe? Muss ich die kaufen? Ah, dafür brauche ich, glaube ich, das andere Handelshaus, ne? Da gibt es ja zwei. Viehhandelsposten. Ermöglicht den Handel von vier Handelspunkten. Okay. Mhm. Haben die Schafe hier drin? Ja, tatsächlich. Bretter, so viele, die können wir aufhören. Hört auf zu bauen. Okay. Nee, ich glaube, da sind wir gut aufgestellt. Aber ich glaube, die teilen das nicht. Ich habe noch nicht einmal gesehen, dass Eier hier irgendwo sind. Aber nichtsdestotrotz können wir hier noch ein bisschen die Gärten erweitern. Ich glaube, das hilft uns auf lange Sicht, hier mit dem Essen besser zurechtzukommen. Und es werden auch immer mehr Stände hier, sehe ich gerade. Lager ist voll, Steinmetzlager. Okay. Habe ich hier oben nicht noch ein zweites Lager? Ah, es ist noch nicht fertig, das zweite Lager. Okay. Und die Häuser auch noch nicht. Aber ich glaube... Oh. Resolve the claim on the battlefield. Stopp, das ist doch meins, oder? Ja. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Vielleicht ist das Let's Play dann schon zu Ende. Ich bin gespannt. Wir haben nämlich gar keine Armee, um das gerade zu regeln. Das heißt, wir müssen das mal kurz hinbekommen. Ansonsten war es das mit dem Let's Play schon. Ich würde sagen, wir sehen uns in Folge 3 wieder. Wenn wir dann unseren ersten Krieg führen und hoffentlich nicht direkt verlieren.
Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.